Hallo zusammen. Ja, heute ist der dritte Tag von dem Projekt. Ich habe ein paar Sachen wieder verändert. Ich will mehr in die Kamera schauen, direkt in die Kamera schauen und nicht wegschauen. Ich hoffe, das Mikrofon ist dann mal lauter und es ist wieder Tag, also gutes Licht. Ja, der Tag hat angefangen. Ich bin am ja, so um 10 ab 6 Uhr, Viertel ab 6 Uhr aufgestanden. Und gerade gerinnen, also am Viertel ab 6 bin ich losgerannt. Dann ja, bin ich so etwas mehr als 3,5 Kilometer gerannt in 20 Minuten. Ja, das sind etwas über 10 Stunden Kilometer, das ist ganz okay. Und nachher bin ich dann in die Schule. Am Morgen, also auf die 8, obwohl ich erst um 10 Uhr Schule habe, ich bin ins Schulhaus Uni Irchel. Ja, dort haben wir eine Vorlesung Neuroinformatik. Und da habe ich vorher hab ich noch gelernt dafür und ein bisschen am Laptop aufgeräumt. Ja, und die Vorlesung hat dann angefangen. Ich bin eben genug früh gewesen und hätte dann können 10 Minuten früher gehen. Und 2 Minuten bevor die letzte Vorlesung offiziell gehört hat, sind schon alle Sitzplätze bei uns besetzt gewesen. Zum Glück bin ich so früh gewesen. Also wenn man pünktlich auf Ende der vorherigen Vorlesung kam, hat man keinen Sitzplatz mehr gehabt. Das ist ein bisschen dumm, haben zu wenig Sitzplätze. Ich würde das sagen eigentlich. Und dann, ja, dann habe ich aber einen Sitz gehabt. Ich habe geschaut, dass ich am Rand sitze, dass wenn es mir nicht mehr passt, dass ich auch gehe. Und dann haben wir Gleichungen angeschaut, Sachen, also sind es eigentlich bei Neurodynamik, welche Gleichungen beschreiben den Zustand von der Neuronen, von der Nervenzellen. Also die Spannung vor allem sind wir jetzt eingegangen und der Strom, also der Strom nur als Hilfsmittel zum Spannung ermitteln. Ja, die Gleichungen halt, da gehen halt die Ionen ins Neuron ein und wieder raus und lagert sich an und bleibt halt irgendwo. Ja, und dann gibt es so Gleichungen, die haben wir angeschaut. Nachher haben wir noch Übungsstunde gehabt, da bin ich aber noch nicht geblieben, bin ich gegangen. Also bis um 12 Uhr haben wir Vorlesung gehabt und dann bis um 1 Uhr haben wir noch eine Übungsstunde gehabt. Also dort schauen wir die 50 an, erklären die 50 und besprechen die Lösungen von der letzten 50. Und eben da habe ich nicht gemacht. Dann bin ich zurück ins Zentrum, wo ich so Schule habe. Und habe jetzt Mittag gegessen. Ja, und nach dem Mittag bin ich in APC-Übungsstunde. Wieder Übungsstunde, also wieder. Bei dem ist es so gemacht, dass man nur nachbespricht. Also die Übungen, die man hat müssen machen musste, werden die Lösungen präsentiert und vorgelöst von einem Typ, der das gut kann. Ja, das war gut, gewesen, hat mir etwas gebracht. Nachher bin ich heim, bin in den Coop, Zeug basteln, Joghurt, Fruchtsaft, Milch. Und ja, nachher die heim, habe ich noch schnell das Einrad rausgenommen und bin eine Runde gefahren, ein elektrisch. Ja, haben wieder ein paar, haben ein lustig geschaut, aber jemand hat mich auch angesprochen, der durfte drauf hocken. Älteres Ehepaar auch noch, aber egal. Ja, und nachher bin ich heim und jetzt habe ich das schon aufgenommen. Es ist erst etwa 10 vor 5. Ja, sonst war nicht viel gewesen. Als Thema heute wollte ich eigentlich auch nichts ansprechen. Ja, ich hoffe, euch gefällt es und die Qualität wird stetig besser. Ja, bis morgen.